Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir haben wieder Samstag. Das bedeutet, es gibt eine weitere Folge von Let's Play Philias Spielebibliothek. Und ich habe mir heute was ganz Besonderes rausgesucht, und zwar ein Wimmelbildspiel. Weil das hatten wir bisher noch nicht gehabt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie eins gespielt, weil ich glaube, dass mich das null interessiert. Aber es gab jetzt bei, oh Gott, Indie Gala oder sowas, gab es ein Bundle mit ganz vielen Wimmelbildspielen, und da habe ich mal zugegriffen. Das war erstens voll preiswert und zweitens habe ich gedacht, ey komm, du musst endlich mal ein Wimmelbildspiel auch samstags spielen, und vielleicht gefällt dir das ja so sehr, dass du jetzt irgendwie das dauerhaft spielen wirst, was ich nicht glaube. Aber egal, und zwar habe ich mir herausgesucht Die Neuen Hinweise, das Geheimnis von Serpent Creek. Und das habe ich mir ausgesucht. Ich habe ja mehrere dann zur Auswahl gehabt. Aufgrund der Tatsache, dass das doch sehr, sehr, sehr detektivmäßig klingt, ja. Und ich mag ja gerne Sherlock Holmes Stories. Und ich habe mir gedacht, komm, vielleicht ist das ja interessant. So. Und ich gehe jetzt mal auf Spielen. Mal gucken, ob da ein Intro kommt oder so. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ah ja. Wähle deinen Spielmodus. Modus Hobby, Modus Fortgeschritten, Modus Experte. Ich würde sagen, wir nehmen Modus Hobby, weil wir sind jetzt Wimmelbild-Anfänger, ne? Also, ne? Wir müssen das ja erstmal lernen, wie das überhaupt funktioniert. Dealing with the supernatural is always a challenge. Ja. But the most challenging case I ever received came from my longtime friend Helen Hunter. She had gone with her assistant to Serpent Creek to report on the local festival. Stammering and sobbing, she asked for my help. It sounded serious enough. Before the call broke off, she said she had uncovered a horrible secret. Oh my God. I should find a room and begin my search first thing tomorrow morning. What is that thing? Hättest du gerne eine kurze Anleitung? Ich würde sagen, ja. Denn, wie gesagt, ich bin ein Wimmelbild-Neuling und ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Der Zahnrad-Mauszeiger erscheint, wenn du mit einem Objekt eine Interaktion... wenn mit einem Objekt eine Interaktion möglich ist. Ah ja, okay. So sieht's normal aus. So sieht's aus, wenn... Okay, Autohupe. Mein Gott. That was close. I need to get out of the car. Okay. Mit der Lupe kannst du ein Objekt näher heranzoomen. Klicke den bewusstlosen Mann auf der Treppenstufen an. Oh mein Gott! Mit dem Mauszeiger kannst du Objekte aufnehmen. Gesammelte Objekte werden unten am Bildschirm in deinem Inventar aufbewahrt. Okay. Was hat er da? Inhalationsflüssigkeit. Okay, und? Der Inhalator ist leer. Hier, kann man auffüllen. Einige Objekte können nicht aufgenommen werden, man kann sie aber im Umfeld einsetzen. Verwende den vollen Inhalator, um dem bewusstlosen Mann zu helfen. Okay. Kann ich... wie... so? Ich dachte, er wäre tot. Haben wir Glück gehabt. What happened? Who are you? A giant reptile creature. Have you been drinking? Oh, I'm sorry. That was rude. Thank you for your help. I'll explain later. Please, come in. Okay. Also dieses Vieh war auf jeden Fall schon mal sehr gruselig, muss ich sagen. Hat mich schon mal beeindruckt. Du hast in deinem Tagebuch einen neuen Eintrag. Ach, das ist unser Tagebuch. Klicke das Tagebuch-Symbol an, um es zu öffnen. Okay. Das ist der Abschnitt mit den Personen. Wenn du Informationen über Personen erhältst, die du während deines Abenteuers triffst, werden sie hier eingetragen. Klicke das Ziele-Lesezeichen an. Oh Gott, so viele L's und E's. Um den Abschnitt mit den Zielen zu öffnen. Okay. Der Abschnitt mit den Zielen erhält deine aktuellen Ziele. Erfüllte Ziele sind grau gezeichnet. Okay. Achso. Oh. Ich habe gar nicht gelesen, was da... Oh Gott, scheiße. Ich war zu schnell. Der Abschnitt mit den Hinweisen enthält Informationen deiner Ermittlungen. Fragezeichen zeigen Hinweise an, die du noch nicht entdeckt hast. Irgendwo klicken, um fortzufahren. Okay.
Was haben wir denn hier? Das Monster. Ich wurde von einem riesigen Reptil angegriffen. Das ist echt gruselig. Seine Gestalt ähnelt einem Menschen, aber sein großes Gebiss deutet auf etwas anderes hin. Es ist groß, schnell und hungrig. Wo ist Verstärkung, wenn man sie mal braucht? Und hier haben wir noch nicht Dinge erfahren. Okay, gut. Mhm. Gut, Personen, Ziele und Hinweise. Gut, verstanden? Pfeile zeigen dir an, dass du zum nächsten Schauplatz gehen kannst. Betritt das Hotel. Aber ich möchte mich hier gerne noch umsehen. Naja gut, okay. Rezeption. Benutze die Tipp-Taste, wenn du nicht mehr weiter weißt. Sie zeigt dir die nächste Aktion an. Irgendwo klicken, um fortzufahren. Muss ich jetzt klicken? Okay, dann klicke ich mal da drauf. Ist das Tutorial zu Ende? Okay, Stadtkarte. Habe ich die jetzt... Ah, okay, cool. Dann habe ich jetzt so eine Art Map, wo ich hin und her gehen kann. Sehr schön. Haben wir sonst noch was? Guestbook's full. And it wouldn't interest you anyway. Sorry about before. Forgot to take my meds is all. What brings you to Serpent Creek anyway? You're looking for someone. Helen Hunter. Nope, it doesn't ring a bell. Sorry. Let me fix you up with a room. It's the least I can do, right? Klar. Here, keys to room 8. Oh mein Gott! Zimmer Nummer 8! Oh mein Gott, okay. Wir haben einen Schlüssel für Zimmer Nummer 8. Okay, okay. Das sieht aber sehr schräg hier aus. Also, okay, ich gucke mich mal hier so ein bisschen um. Was für eine wunderschöne Landschaft. Das ist schön. Serpent Creek Nachrichten, Sonntag, 14. September 1953. Welches Datum haben wir eigentlich? Letzter Tag des Schlangenfestivals von Serpent Creek. Das ist der letzte Tag des Schlangenfestivals. Nein! Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Da ist ein Kratzer. Jemand sollte den Sessel reinigen. Da war ein Auge drin, das habe ich jetzt gerade genau gesehen. Da, da, da! Da ist was, da lebt was drin! Okay. Interessiert mich wohl offensichtlich nicht. Was haben wir hier? Der Mechanismus muss repariert werden. Einige Zahnräder fehlen. Kümmern Sie sich bitte so rasch wie möglich darum, Herr Black. Ist das Herr Black? Was haben wir da? Nix. Okay. Aha. Dann haben wir hier ein Fragezeichen. Du hast dein erstes Hinweissymbol gefunden. Oh mein Gott. Im Spiel sind 9 Hinweissymbole versteckt. Sammle alle, um eine Trophäe freizuschalten. Oh mein Gott, die muss ich haben. Besuche die Trophäengalerie über das Menü im Spiel. Ja, okay. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich werde das Spiel wahrscheinlich eh nicht zu Ende spielen. Was haben wir hier? Vielleicht sehe ich mal rein, wenn der weg ist. Ah, okay. Wir müssen ihn wahrscheinlich loswerden. Wen sollte ich schon rufen? Geisterjäger? Pff, wäre eine Maßnahme. Ja, okay. Okay, okay. Ich kann ja also nicht mehr so viel machen, außer mit ihm reden. You can check into your room. Sorry, but I'm busy at the moment. Okay. Kann ich sonst noch irgendwas hier machen? Wir können jetzt wieder rausgehen, ne? Aber wir können auch... Komm, wir gehen noch mal raus. Ich habe mich ja hier nicht so ordentlich umgeguckt, ne? This van belongs to Helen's magazine. She has to be somewhere in town. Okay, also das heißt, offensichtlich ist sie hier und der Typ hat uns wahrscheinlich angelogen, denn warum sollte hier dieser LKW stehen von Helen, wenn Helen hier nicht gewesen ist, weißt du? Der Lieferwagen ist versperrt. Ohne Autoschlüssel lässt er sich nicht öffnen. Der passt wahrscheinlich nicht, ne? Das ist nicht korrekt. Schade. Okay, gut. Was haben wir hier? Moment. Okay. Ich brauche eine bestimmte Karte. Was ist das? Ich frage mich, was das ist. Das frage ich mich auch. Okay, gut. Bewegt sich kein Millimeter. Ist ein Türschloss offensichtlich, denk ich mal. Und eine Katze. Hallo? Miau. Okay, da ist aber so ein... Die lässt mich nicht. Ich mag Katzen, aber die mag mich wohl nicht. Okay, also die hat auf jeden Fall... Da klingelt gerade mein Handy. Moment, das muss ich mal kurz... Oh Gott, wie peinlich hier. Sehr professionell, Filia. So. Okay, da komme ich also nicht dran. Das heißt, ich muss die Hupe hier benutzen. Ja, Katzen mögen Hupen bestimmt nicht. Dann kann ich mir das jetzt nehmen, okay? Ich habe 1 von 7. Ach du Scheiße, okay. Sonst noch irgendwas hier? Nee, ne? Okay. Kann ich hier irgendwo hin? Nee. The Rattlesnake. Die kitschig bis zum Umfallen. Ja, also ich meine, das ist ja hier sehr schlangenthematisch, ne? Auch der Cursor, wie man hier sieht, hat so ein Schlangenauge.
Interessant. Okay, jetzt gehen wir mal hoch in unser Zimmer. Wow, what is that? Angst? Das sieht hier übrigens sehr, sehr einladend aus mit den ganzen Spinnenweben und so weiter. Wir haben hier Raum 7, Raum 8, Raum 6. Und irgendwas ist da. Und irgendwas ist da. Was haben wir denn da? Besuchen Sie unser berühmtes Schlangenmuseum. Erleben Sie die tödlichen Reptilien und alte Schätze. Interessant. Ich gehe davon aus, wir müssen dahin. Ich möchte mich gerne hier noch umgucken. Zum Beispiel bei Zimmer 7. Fest verschlossen. Dann haben wir hier... Was ist das da unten? Ach, okay. Ein Rad. Ja, habe ich gut übersehen. Öl und Schmutz. Eine Fußmatte wäre für den Gast da drin wohl recht nützlich. Ah, vielleicht war der irgendwo, wo es Öl gibt oder so, ne? Das Zimmer ist offensichtlich belegt. Okay. Und er möchte wahrscheinlich nicht gestört werden. Und ansonsten haben wir hier nichts, was ich irgendwie sehe. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt in unser Zimmer. Was ist denn hier los? Okay, ich kann auch nichts machen. Okay. So? Muss ich das jetzt umschließen? Oh Gott, ich muss das sogar drehen. Okay, wir gehen in unser Zimmer. Ich bin gespannt. Mein Gott. Da war jemand und hat uns einen Zettel durch den... Ich habe erst gedacht, das kommt dieses Reptilienvieh wieder. Okay, wir gucken uns erstmal hier so allgemein um. Zum Beispiel, ob hier irgendwelche Monster drin sind. Wenn du deinen Kasten nicht verschließt, könnte jemand ein Modeverbrechen begehen. Okay, was haben wir sonst noch hier? Ein Kalender. Quelle? September, 10., 11., 12. Warte, wie viele haben wir denn heute? Keine Ahnung. Da ist die Quelle? Ist das die Quelle allen Ursprungs? Was? Nee, keine Ahnung. Ich sehe wie immer fabelhaft aus. Gar nicht eingebildet. Okay, das ist ein Spiegel offensichtlich. Ich dachte, was ist denn das für ein komisches Bild? Eine Vase? Okay. In Elvis. Das klingt höchstpersönlich. Was? Ach, der King. Oh Gott, lesen muss man können. Der King höchstpersönlich. Ja, okay. Wie heißt das? Büroklammer. Eine große Büroklammer sogar. Okay. Und was haben wir hier? Könnte das Kästchen Helen gehören? Wieso haben wir Helens Zimmer gekriegt, wenn es doch angeblich leer ist? Können wir das hier irgendwie aufbrechen oder so? Nein? Okay. Aber irgendjemanden, der H heißt. Okay. Haben wir sonst noch irgendetwas? Nö, ne? Hier kann ich auch nichts mehr machen. Okay. Wie sieht's aus? Mein Gott, ein Schlüssel. Ist das vielleicht der Schrankschlüssel? Es ist der Schrankschlüssel. Komm, schließ mal meinen Schrank auf. Oh nein, ich glaube, das ist das erste Wimmelbild, was wir kriegen, oder? Jedes aktive Wimmelbildrätsel wird hervorgehoben. Klicke den hervorgehobenen Koffer an, um ein Wimmelbildrätsel zu starten. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Achso, so. Willkommen bei deinem ersten Wimmelbildrätsel. Finde alle Objekte der Liste unten. Blaue Gegenstände benötigen zum Einsammeln mehr als eine Aktion. Lege ein Objekt ab, indem du es dort platzierst, wo du es aufgenommen hast. Was? Lege ein Objekt ab, indem du es dort platzierst, wo du es aufgenommen hast. Achso, okay. Klicke den Buchstaben H an, um ihn aufzunehmen. Was? Achso. Was habe ich jetzt aufgehoben? Buchstabe H. Okay. Oh mein Gott. Kölnisch Wasser. Oh Gott, wie fange ich das am besten an? Habe ich eine Zeit? Nee, ich habe keine Zeit, die abläuft. Okay. Taschenflasche. Taschenflasche. Guck mal, die zeigen doch hier schon alles. Oder ist das irgendwie... Warte mal. Eine Schallplatte? Oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, wie ich anfangen soll hier. Eine Lupe. Eine Lupe? Boah, ich stelle mich bestimmt total doof an. Okay, jetzt konzentriere dich mal, Philia. Eine Voodoo-Puppe. Da habe ich eine Voodoo-Puppe. Da fehlt was. Hier, da. Das ist eine Voodoo-Puppe jetzt, ne? Ja, super, okay. Schon mal so ein Kombi-Dingens hier, ne? Rauch. Rauch? Okay, egal. Kamerafilm. Hier, da. Eine Kamera. Dann eine Schallplatte. Ein Seifenstück. Das ist doch Seife, oder? Ball Nummer 8. Den sehe ich doch auch. Eine Batterie. Vielleicht in der Taschenlampe drin, aber die Batterie ist ja nicht blau. Die muss also hier offen irgendwo rumliegen. Egal. Kölnisch Wasser. Wie sieht denn Kölnisch Wasser aus?
Also ich weiß, wie es aussieht, aber ich... Okay, also wahrscheinlich ist das falsch übersetzt oder so. Das ist bestimmt eine Eau de Cologne oder irgendwie sowas. Und nicht unbedingt kölnisch Wasser. Hier eine Lupe. Okay. Taschenflasche? Ist das hier gemeint? Okay. Eine Taschenflasche offensichtlich. Was ist das denn hier? Ah, ja, ein Streichholz. Warte, wo haben wir denn... Haben wir hier irgendwo... Ich habe nichts zum Anzünden. Ja, Moment. Ein Streichholz. Ist hier nicht auch irgendwo das Streichholzbriefchen? Ich weiß es nicht. Aber kann ich das überall irgendwo dran machen? Warte, was haben wir denn hier? Da. Da tu was rein. Ah, okay. Interessant. Also man muss hier... Ah, und jetzt habe ich Rauch. So. Jetzt fehlt nur noch eine Batterie. Aber wie... Wie sieht eine Batterie aus hier? Das ist keine Batterie. Achso, ich kann auch was klicken, ohne dass ich direkt sterbe. Das ist schön. So. Okay. Ich sehe keine Batterie. Ich klicke jetzt einfach mal wild durch die Gegend. Aber es hilft mir nicht wirklich. Scheiße. Batterie. Der sagt mir irgendwie... Warte mal. Huch. Nee, das wollte ich nicht. Kann ich? Ich will die Batterie gerne. Warum macht der da so... Warum ist das hier am Blinken? Kann der mir auch hier irgendwie helfen bei der Batterie, um die zu finden? Ist sie so gut versteckt? Bin ich so blind? Ich weiß auch, wie Batterien aussehen. Ist das eine Batterie? Da ist ein Stromzeichen drauf. Nee, ist keine Batterie. Okay. Wo könnte denn da noch eine Batterie sein? Batterie. Kann man hier, wenn ich hier draufklicke? Das ist eine Batterie? Ja gut, mit viel Fantasie ist das eine Batterie. Schlüssel für Helens Kästchen. Schöne Leistung. Beende dein erstes Wimmelbildrätsel. Wow. So, das heißt, das ist jetzt hier was, wo man... Okay. Was haben wir hier? Jemand mochte wohl keine Schlangen. Das ist natürlich die perfekte Voraussetzung, hier so in so einem Schlangenfestival und sowas zu sein, ja? Okay, die Menschen hier sind sehr seltsam. Die Einheimischen reagieren sehr schläfrig und langsam. Die meisten bleiben den ganzen Tag über zu Hause. Außerdem ist der Hotelmanager irgendwie dubios. Vielleicht kann Joya etwas über Herr Black in Erfahrung bringen. Okay, Herr Black war der da unten der Typ, ja? Helen hat also vor ihrem Verschwinden Herrn Black überprüft. Okay, was ist das? Kaugummi? Feuerwerkskörper. Hey, what is this suitcase doing here? Nix. I must ask you to leave the room, now. It hasn't been serviced yet. Here, take this card and go for a walk or something. Take a tour around town. Don't come back until I'm finished with the room. Okay. Gut. Karte für das Hoteltour. Ach, das ist da... okay. Ja, dann gehen wir halt. Ach, scheiße, ich habe den Zettel aber jetzt nicht mitgenommen. Ich glaube, das war falsch. Wahrscheinlich hätte ich den direkt mitnehmen sollen. Oder der klebt da immer noch. Aber jetzt ist er hier weg. Jetzt kann ich mich mal da genauer umgucken. Helen Hunter. Helen war doch hier. Ihr Zimmer war die Nummer 8. Ja, das hat man ja mittlerweile herausgefunden. Okay. Haben wir sonst irgendwas? Der obere Teil fehlt. Die ist kaputt. Okay. Keinen anrufen. Okay. Hier, können wir nicht da hinten hin noch... Was ist das denn? Ein Leuchtturm und ein... das sieht nach einer Karte mit alten Tunneln aus. Wofür könnte Black so etwas brauchen? Tja, man weiß es nicht. Es ist versperrt und der Manager könnte jede Minute zurückkommen. Okay, dann gehen wir aber besser. Ach, das haben wir hier. Mechanismus muss repariert werden. Ja gut, wir brauchen ja noch hier so ein paar davon, ne? Damit wir den wahrscheinlich dann irgendwann reparieren müssen. Gut. Dann gehen wir mal zum Hotel raus. Okay. Hey, who's there? Wer ist das? Oh Gott, ich finde die echt gruselig, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Okay. Dann gehen wir mal hier zu diesem Tor. Da, ich habe einen Schlüssel. Oh Gott, was ist das denn? Überspringe ein Rätsel, indem du die Überspringen-Taste anklickst. Ah, sehr gut. Zuerst musst du aber warten, bis sie vollständig geladen ist. Das heißt, du musst schon mal ein bisschen was versuchen, ja? Irgendwo klicken, um fortzufahren. Okay. Was muss ich hier machen? Achso, bewege den Touristen vom Startpunkt bis zum orangen Stein. Ja.
Und bring dabei alle Lampen auf dem Brett zum Leuchten. Okay. Okay. So? Boah, ich bin gut. Rätsellöser. Another tremor. This one even stronger than the last. Oh mein Gott, nicht dass die Erde gleich aufreißt und wir alle sterben oder so. So that's what the tremors were all about. Was? Während deines Abenteuers benötigst du möglicherweise eine Karte. Klicke das Kartensymbol ab, um dir die Karte anzusehen. Das ist der Bildschirm mit der Karte, den haben wir uns ja schon mal angeguckt. Die nächste verfügbare Aktion ist rot gekennzeichnet. Ah, dein Standort ist immer grün gekennzeichnet. Bewege dich von einem Ort zum anderen, indem du das entsprechende Schauplatzsymbol anklickst. Irgendwo klicken, um vorzufahren. Ja, da bin ich ja, ne? Ja, da bin ich ja. Okay, dann gucken wir uns hier mal um. Was ist erstmal das hier? Serpent Creek Festival. Dritte jährliche Veranstaltung. Probieren Sie unser berühmtes Getränk Schwarze Mamba. Also das hier ist dieses Serpent Creek Festival. Das Festival ist hier wohl eine große Veranstaltung. Ja, es scheint so. Okay, was haben wir hier für einen Typen? What the devil is wrong with you? Brains! Okay, ich hätte mich besser von ihm fernhalten sollen. Ja, okay. Was mit dem? Good evening. My name is Alistair Braminus, Mayor of Serpent Creek, at your service. As you are aware that we just experienced a minor underground tremor, nothing of concern, really. Unfortunately, I'm not able to reach Sheriff Wilson and inform him about the damages. Your friend went missing here? This is unexpected. Sheriff Wilson will be more than happy to help you. His office is down the street, across the town square. Now we need to find a way to reach the town square if we are to locate your missing friend. Dieser Typ ist doch kein Mensch. Was ist das denn hier? Blood? Das ist Blut. Und dahinter, da guck mal, da ist doch jemand, der bewegt sich. Da drin bewegt sich jemand. Hi, Schlange. Okay. Der Typ ist doch hier, der ist doch ein Menschenschlangenviech oder sowas. Was haben wir denn hier? Ein tiefer Abgrund. Das ist zu weit, um da hinüber zu springen. Könnte ich bloß irgendwie eine Art Brücke zur anderen Seite errichten? Wie zum Beispiel hier das Teil umschmeißen oder sowas? Wenn ich diesen Laternenmast kippen könnte, würde er auf der anderen Seite fallen, auf die andere Seite fallen und eine Brücke über den Graben bilden. Und warum passiert dann? Hallo? Hallo? Okay, passiert nicht. Klappt nicht. Okay. Theoretisch könnte ich ihn also umkippen. Ja, okay. Nee. Also, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Hinterhof. Fest verschlossen. Okay. Also, wir müssen jetzt irgendwie einen Weg irgendwo hinzufinden. Warte mal. Okay, hier ist aber eine Aktion verfügbar. Das heißt, wir können hier irgendetwas tun. Vielleicht den Feuerwerkskörper... Warte mal, können wir das Teil in die Luft sprengen oder so hier? Das ist nicht korrekt. Okay, aber dann hiermit. Wohl eher nicht. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Ja. Kannst du mir sagen, was das Problem ist, warum du das denn nicht tun kannst, dieses Teil umschmeißen? Können wir nochmal mit dem reden? Any ideas on how to get across the rift in the ground? Yes! Und zwar mit dem Ding hier, aber es klappt irgendwie nicht. Hi! Okay, wir sollten uns von dem Pferd halten. Hier, mag die vielleicht einen Feuerwerkskörper? Hey, what the... What the fuck? Okay, was haben wir denn hier? Der hat doch was verloren. Das Stück eines sonderbaren Hemds. Dann nehmen wir das doch. Okay, nicht. Aber hier, das können wir schon mal nehmen. Sehr schön. Was haben wir hier noch so für Sachen? Sonst nicht. Nicht. Okay, können wir also nicht mitnehmen. Ja, dann halt nicht. Können wir reingehen in die Autowerkstatt. Oh mein Gott, was ist denn passiert? Sachen. Okay, also zum einen würde ich mal die Zigarette da wegnehmen, weil das Gummi und so... Oh Gott, was ist das denn hier? Willkommen zur Detektivfolge. Dein Ziel ist es, Spuren und Hinweise zu finden, die in den Szenen verborgen sind. Dein Mauszeiger wird in der Nähe einer Spur aufleuchten. Nur Modus Hobby und Fortgeschrittene. Okay.
Dein Mauszeiger leuchtet in der Nähe einer Spur auf. Oh mein Gott, er blinkt. Bewege deinen Mauszeiger und klicke auf den Handabdruck, um ihn als Beweis einzusammeln. Okay. Das ist also quasi so etwas wie ein Wimmelbild, ja? Hier habe ich auch einen Beweis, da habe ich einen Beweis, hier ist ein Beweis, da ist ein Beweis. Da ist noch ein Beweis, was auch immer der aussagt. Hier ein Gürtel. Ist kein Beweis? Okay. Das ist also ein verdecktes Wimmelbild, ja? Ich muss also nur darauf achten, da ein Handschuh. Dass ich hier, also eigentlich muss ich nur auf meinen Cursor achten, dass der irgendwie anfängt zu blinken. Hier, da. Noch ein Beweis fehlt. Ist bestimmt hier irgendwo. Nee? Da. Ich finde, der Gürtel ist ein Beweis. Naja, gut. Da, hier das. Super. Was ist denn das? Eine Delle. Beende denn was die Evidence says. Das ist ein Rückblick. Kurze Sequenzen zeigen die von dir gefundenen Beweise. Du kannst zur nächsten Sequenz übergehen, sobald die Fortfahren-Taste verfügbar ist. Okay. Hä? The perpetrator stands in the corner, occupied with something. Okay. Suddenly he feels a pair of eyes at his back. Okay. The perpetrator rushes at the intruder. Okay. Adrenaline takes over and he kills the intruder with a hammer. Okay. He then puts on gloves. Okay. And drags the victim's body. Okay, ich muss da gar nicht draufklicken. Across the garage. Und dann tritt er auf die Brille. The killer loses his balance and leans on the locker door. Okay. He pushes the door hard, leaving a dent. Na, da wissen wir, wo der Tote ist. Then the killer puts away the gloves. Okay. Wipes away the evidence. Ach komm schon. And puts the ammonia bottle back on the shelf. Okay. He wipes down the murder tool. Okay. Finishes his cigarette. And then? And walks away. That means I scared off someone else. Warte, aber hier sind. Also, ich finde, hier ist noch gar nichts irgendwie weggewischt und so. Aber gut, ich sag ja nichts. And the victim's body must be in the locker. Boah, wir sind so schlau. Ja, dann gucken wir doch direkt mal. Was? Hier, hab ich noch eine. Oh Gott. Was ist das denn? Nutze unten die Tasten, um den Schlossmechanismus zu knacken. Und alle Schlangenköpfe in eine grüne Farbe. Und allen Schlangenköpfen eine grüne Farbe zu geben. Was? Okay, und hier? Okay. Es wird ja irgendwie nichts hier, was ich gerade mache. So. Drei zurück. Fuck. Okay. Wie sollen das... Warte, die müssen grün sein, ne? Okay, ich mache sie gerade... Okay. Das üben wir nochmal. So, drei zurück. Zwei nach vorne. Zwei nach vorne. Drei zurück. Haha! Wow, ich bin so schlau. Komischer Spind, muss ich allerdings sagen. Oh mein Gott. Oh no, I was right. And I recognize the victim. It's Joe, Helen's coworker. Oh nein. Okay, erstmal, was haben wir hier für ein Bild? Eine Schweinerei. Ja, ich finde, das Bild ist auch eine Schweinerei. Okay, was haben wir hier? Autokennzeichen, vermute ich, vom Lieferwagen vor dem Hotel. Wieso hat er das Autokennzeichen dabei? Ist ja auch egal. Was haben wir hier? Das Tonband ist weg. Konnte er etwas aufnehmen? Armer Bursche, okay. Ich klicke ja schon das Joe Tucker. These are Joe's keys. Let's see what's in that van outside the hotel. Okay. Was haben wir hier? Halte dich vom Leuchtturm fern. Beende deine Geschichte und verschwinde dann so rasch wie möglich von hier. Ein Freund. Okay. Er hat wohl nicht darauf gehört. Würde ich jetzt mal spontan behaupten. Was haben wir hier noch? Ein Wimmelbildspiel. Oh mein Gott. Okay, Schraubenschlüssel. Warte, warum blinken die Sachen hier immer? Oh, eine Spinne. Kann ich die Spinne wegklicken? Spinne. Geh weg, geh weg. Okay, also, Aschenbecher. Oh Gott, die Spinne irritiert. Ich habe eine Spinnenphobie. Ich finde das ganz schlimm gerade. Eine Zange.
Achso, das sind Schraubenschlüssel, das ist gar keine Zange. Hier ist eine Zange. Da ist auch eine Zange. Nee, das sind gar keine Zangen. Ein Griff ohne Kopfteil. Ja, Moment. Finde ich auch das Kopfteil? Ich klicke hier. Oh Gott, ich habe eine Brosche und ein Halsband. Okay, überhaupt. Ja, okay. Eine Brille. Dann Wagenheber, Wagenheber, Wagenheber. Wo haben wir den denn? Da ist ein. Ach nee, das ist so ein Drehdings. Das ist aber auch so. Auch, okay, da ist die Zange. Sterile Maske. Kann mir keiner erzählen, dass sie steril ist. Ich arbeite im Sterillabor. Ich wüsste das. Wagenheber, Wagenheber, Wagenheber. Da? Ah, das war ein. Okay, ein Weinglas. Da. Und jetzt haben wir noch einen Hammer, den wir aber erstmal reparieren müssen. Und einen Funke. Ein Funke. Hier, machen wir das auch da dran. Da, da haben wir einen Funke. Und jetzt brauchen wir noch den Hammerkopf. So, guck mal, jetzt haben wir einen Hammer. Boah, ich bin so gut. Wagenheber, okay. Ja, nehmen wir mal mit. Achso, man findet also immer Sachen, die man da auch irgendwie finden musste, ja? Okay. Serpent Creek Nachrichten, 15. September 1950. Das Festival von Serpent... Quatsch. Das Festival von Bürgermeister Braminus belebt Serpent Creek. Einbrecher im Museum gefangen. Keine Ausstellungsstücke wurden gestohlen oder beschädigt. Also der Typ hat dieses Serpent Festival da irgendwie ins Leben gerufen, ja? Sehe ich das richtig? Super Kerl. Sieht kompliziert aus, wie die meisten Maschinen. Ja, so. Haben wir sonst noch irgendwas? Nicht wirklich, ne? Das ist die Tatwaffe. Die sollte ich besser nicht berühren. Ja, besser ist das. So, okay. Aber ansonsten haben wir hier nichts mehr, ja? Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Wir haben den Wagenheber. Damit können wir jetzt theoretisch hier hin und das mal aufschließen. Erstmal. So, mal gucken, was wir da haben. Ein Seil. Ah, ein Seil. Was ist das? Ah, ein Wagenheber. Ach, es ist... Ja, ich habe doch gesagt, da fehlt was. So, was haben wir denn hier? Oh mein Gott, ein Alien. Das ist verrückt. Joe macht eine Aufnahme von einer Art Kreatur. Wir müssen sie sofort an den Herausgeber schicken, was ja offensichtlich nicht passiert ist. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht menschlich aus. Ja, finde ich auch nicht. Reptilienartig. Also ich glaube, das ist der Bürgermeister. Das ist meine Theorie. So, können wir, dann müssen wir den hier irgendwie hochheben oder so? Nee, okay. Ah, damit können wir aber hier das hier, ne, umkippen, oder? Können wir doch, hier. So und so. Und jetzt machen wir hier so, bam, kaputt. Batsch! So. Well done. You seem to be full of surprises. Ja, ich weiß. A dead body? Goodness. This is truly shocking. You need to inform the sheriff immediately. And I must make some arrangements. Please, make haste. Okay. Okay, okay. Dann gehen wir dem jetzt mal hinterher. Alarmieren Sie die Behörden. Nee, alarmieren der Behörden. Wir müssen doch auch zu diesem... Okay. What is she doing? She doesn't look well. Ich finde, die sehen alle nicht well aus. Spürhund, finde drei Hinweise, die zu... Was die mit deiner Ermittlung in Verbindung stehen. Achso, das ist eine Errungenschaft, die ich gekriegt habe. Okay, schwarze Mamba. Probieren Sie unser berühmtes schwarze Mamba-Getränk. Köstlich. Zum Preis von einem... Achso, zum Preis... Zwei zum Preis von einem. Ich dachte, zwei zum Preis von einer Schlange. Okay, Black Mamba. Ist das das hier? Oh, was haben wir denn da? Serpent Creek, Langeweile ade. Das Schlangenmuseum bietet Ihnen beste Unterhaltung. Erfahren Sie mehr über den Ursprung der Schlangen und der ihre, was, über Ursprung der Schlangen und ihre Mythologie? Warum, was müssen wir denn über den Ursprung der Schlangen wissen? Besuchen Sie den Leuchtturm der Stadt, um eine fantastische Aussicht zu genießen. Okay. Was haben wir hier? Schwarze Mamba. Bei diesem Zapfhahn erhält man das schwarze Mamba-Getränk. Okay, aber ich möchte offensichtlich nichts. Was haben wir denn hier? Marktstände. Okay, Hauptstraße, Marktstände. Hier haben wir eine Uhr. Es wird langsam spät. Können wir mit der Frau reden? Nein, sie sieht erschöpft aus, armes Ding. Was haben wir hier? Wir alle werden unseren liebenswürdigen und fürsorglichen Bürgermeister vermissen. Ein Bürger von Serpent Creek. In Erinnerung an den Bürgermeister von Serpent Creek, John Martyr. 21. Januar 1890 bis 8. April 1950. Ach krass, 60 Jahre war der Bürgermeister. Das ist ja mal eine Maßnahme.
Ich werde die Arbeit von Bürgermeister Martyr, tatkräftig fortsetzen. Alistair Braminus. Ja, der Typ, der ist also der Nachfolger von dem hier. Und das ist bestimmt zum Wohle der Stadt hier alles passiert, dann, was auch immer passiert ist. Okay, wir gehen mal dorthin. Bibliothek. Okay. Wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Also das heißt, wir können da nicht rein. Hattest du schon mal das Gefühl, dass dich jemand von etwas fernhalten möchte? Nee, gar nicht. Hier, können wir das da dran binden? Wohl eher nicht. Nein, okay. Schade. Okay, dann haben wir hier Marktstände, wo wir hingehen können. Hi. Come back later. I need to tidy my stall and feed my lousy cat Brebo. Oh, bist du die lousy cat Brebo? Okay. Also wir können bei der Dame nichts kaufen. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, ein neues Wimmelbild. Yay. Okay. Ein Schraubendreher. Ein Schiff im Glas. Finde ich gerade nicht. Ein Holzhammer. Holzhammer, Holzhammer. Da ist ein Holzhammer. Eine Heuschrecke. Heuschrecke, Heuschrecke. Da haben wir eine Heuschrecke. Eine Billardkugel, Billardkugel. Da haben wir eine Billardkugel. Eine Süßigkeit. Die ist da drin. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich den Ballon zum Platzen bringen. Hier, da. Bam. Sehr schön. Und da haben wir was Süßes. Dann haben wir einen Kompass. Dort. Dann haben wir eine Schnecke. Schnecke, Schnecke. Da oben. Dann haben wir eine Granate. Die haben wir da. Dann haben wir eine Laterne und einen Stein. Und einen Würfel brauchen wir jetzt auch noch. Und immer noch das Schiff im Glas. Hier haben wir ein Glas, aber da ist kein Schiff drin. Ach, da. Oh Gott. Direkt vor mir. Beißt mich gleich. Okay, ein Würfel. Wo kann ich jetzt einen Würfel herkriegen? Ein Würfel. Ach. Ach ja, okay. Wie minimalistisch das dann immer blinkt. Einen Schraubendreher haben wir gekriegt. Sehr schön, glaube ich. Was haben wir denn hier? Keine Zeit für Schnäppchenjagd. Okay, hier geht's zur Straße und zum Stadtplatz zurück. Wir gehen mal zu dieser Straße. Oh mein Gott. Da geht's zur Polizei. Und das ist der Bürgermeister. Okay, wir müssen offensichtlich doch. Are you there? We have an emergency. I can hear you snoring. Please, open the door. Open up, you drunkard. And fix your blasted doorbell. This is not good. Sheriff Wilson is... He cannot hear me knocking. What's worse? The doorbell is not working. Oh my God. I need to contact the state police. Please, try to reach Sheriff Wilson on my behalf. I would be more than obliged. Now, if you'll excuse me... Ja, tschö. Ach so, das ist dein Auto. Schade. Ich hatte jetzt irgendwie gehofft, dass wir in dem Auto dann die Hupe... Was passiert? Oh mein Gott! Help! Nee, eigentlich will ich dem gar nicht helfen. Aber gut. Ja, hier. Help. Nimm meine Hand. Nimm meine Hand! Help! Help! Ja, wenn er mir nicht helfen, wenn er meine Hand nicht nehmen will. Okay. Hier, ich, da. So. Ah, okay. Thank you for your help. If it weren't for you, I would have met my death most unwillingly. You must forgive me for not being able to repay you. Nevertheless, I still have to alarm the police about the dead body. You will do me a great favor if you try to contact the sheriff. After all, he is the authority in Serpent Creek. Okay. Der Typ ist mir so suspekt. Ach, da wohnt er wahrscheinlich. Oh mein Gott, jetzt kommen wir da nicht weiter, weil das Strom runtergefallen ist. Ich komme nicht daran vorbei, solange das Kabel unter Strom steht. Wir könnten da lang gehen oder da lang gehen. Aber gut, wir gucken mal ins Auto rein. Oh mein Gott, noch ein Bimmelbildspiel. Hier sind ja richtig viele, das freut mich. Okay, ein Nummernschild. Ein Feuerlöscher. Die sind aber nicht so schwer, also eigentlich. Eine Aktentasche. Ein altes Boot. Altes Boot. Da ist ein Gehirn. Gehirnfrost. Das gibt dem Wort Gehirnfrost eine ganz neue Bedeutung. Ich brauche etwas, um das Eis aufzustoßen. Ja, okay.
Moment, weiter geht's. Altes Boot, finde ich nicht. Hier, das, da, hier. Okay, offensichtlich brauchen wir ein Gehirn. Dann haben wir einen Kanister, eine Schaufel, eine Axt, einen Hut, einen Pinsel. Ach, eine Schraube, okay. Pinsel. Und jetzt noch ein altes Boot. Ein altes Boot. Ein altes Boot. Wieso hat der ein Boot im Auto? Das verstehe ich gerade nicht. Ein altes Boot. Das war ein Schuh. Ach, ich verstehe. Boot. Also, ein Stiefel. Okay, ein altes Boot. Na dann. Gut, dass ich rumgeklickt habe. Wir haben Schrauben gefunden. Oh mein Gott, das ist auch das Nützlichste, was es da gab. Ich hätte ja die Axt genommen, aber gut. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Erstmal Zeitung lesen. Leseratte liest 3 Zeitungen. Wahnsinn. Serpent Creek Nachrichten, Freitag, 12. September 1953. Einbruch in das Museum. Die verwirrte Frau, die beim Einbruch in das Schlangenmuseum ertappt wurde, ist die Reporterin des Magazins sagenhaft. Mein Gott, das ist Helen, oder? Die Polizei gibt keinen weiteren Kommentar ab. Ich kann es einfach nicht glauben, dass Helen in ein Museum eingebrochen ist. Allerdings ist sie auch Reporterin. Ja, da bricht man schon öfter mal irgendwo ein. Ich glaube, da ist jemand in der Zelle. Es ist ja aber zu dunkel. Okay. Die Klingel ist kaputt. Kein Wunder, dass sie nicht klingelt. So ein Mist. Ich muss die Schrauben... Was? Ich muss die Türklingel mit den Schrauben an der Wand befestigen. Warum? Normalerweise funktioniert sowas auch so. Achso, ich brauche eine Schraube. Okay. Was haben wir hier? Da ist eine Schraube. Guck mal, wie praktisch. Das ist aber eine riesige Schraube. Oh mein Gott, ich hätte Angst vor dieser Schraube. So. Und ein Schraubenzieher zum Festdrehen. Super. Und jetzt funktioniert das, ja? Guten Tag. Why can't you people just go to sleep like everyone else? Dir fehlt ein Arm. A dead body in the garage? That's impossible. This is a small community, stranger. Things like that don't happen here. Ever. But if you're telling me it's still there, and the mayor crashed his car, is he okay? Earthquake? Well, we do experience some minor tremors once in a decade. It's nothing to be concerned about. All right, I'm going to the garage to see if your story checks out. Guess I need to do something about that rift, too. Wait for me inside my office. I may need to ask you some questions later. Don't mind the snake. He won't mind you. Ja, okay. Der Typ hat irgendwie, weiß ich nicht, 5 Minuten mal geschlafen und schon ist hier quasi Weltuntergang. Was haben wir denn da oben? Von hier draußen sieht es beinahe so aus, als würde hier keiner wohnen. Wo sind die Einheimischen? Die sind alle irgendwie tot oder so bestimmt. Oh mein Gott! The sheriff wasn't joking. I'm not real fond of snakes. Also ich finde Schlangen gar nicht so schlimm. Ich mag nur Spinnen nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Ein wirklich stattliches Jagdgewehr. Ja, stimmt. Das hier ist ein wirklich stattliches Jagdgewehr. Ja, das da oben. Ich weiß schon. Okay, ein... Oh mein Gott. Können wir den aufbrechen? Irgendwie? Die Kombination geht gar nicht. Es ist der Schlüssel. Die Kombination geht gar nicht. Es ist der Schlüssel. Hier ist ein Schlüssel. Ich brauche zuerst einen Schlüssel. Okay. Die Kombination geht ja gar nicht. Armes Tier. Okay. Was haben wir hier? Sie sehen wie ein glückliches Paar aus. Ein Diplom der Polizeiakademie. Ein Ehrenabzeichen der Polizei. Trophäenjagd. Sheriff Wilson hat ein gefährliches Hobby. Der Sheriff hatte wohl im Krieg gekämpft. Denke, das ist die Erklärung für seinen Arm. Okay. 1953. Whatever that is, aber interessant. Wir haben also 1953. Okay. Serpent Creek Nachrichten. Sonntag, 11. Januar 1953. Evakuierung durch Kanalisation. Schwerer Schneefall zerstörte die Brücke, wodurch der Leuchtturmwärter eingeschlossen wurde. Feuerwehrleute kamen durch den Kanalisationstunnel zu ihm. Okay. Gut. Nimm mich so hin. Freut mich oder so. Was haben wir denn hier? Okay. Hier, das gehört bestimmt dazu. Ich muss zuerst die Abdeckung öffnen. Okay, und nu? Muss ich hier... Da, hier, das kommt bestimmt da rein. Okay. Oh, ein Puzzleteilstück. Was? Kann ich das irgendwie drehen? Verbinde die Teile des Mechanismus und setze die mechanische Maus zusammen. Du kannst jedes Teil drehen, indem du es anklickst. Ah. Okay, ich nehme das mal...
das müsste ja dann alles irgendwie hier reinpassen, so einigermaßen, ne? So, ich... keine Ahnung. Wir packen das mal irgendwie so... warte, so. Was haben wir denn hier so für definitiv für Sachen, die irgendwo reinpacken, reinpassen? Nee. Nee, keine Ahnung. Das hier, das hat ein so ein langes... Nupsi, das kann entweder so... so, nee. Warte. So, das kann nur so. Das kann eigentlich nur so. So, dann hat das da... das ist sowas... hier, das ist was ganz Langes. Das kommt da an den Rand. So. Das hier... nee. Hier, das hier. Das kommt da hin, aber ich muss das umdrehen. So. Was war das jetzt? Die Maus ist ja noch nicht fertig, oder? Das kommt so. Ich habe keine Ahnung. Hier, das kommt doch bestimmt daran. So. Dann haben wir das hier. Das muss bestimmt so. Dann so. Und so. Mechanische Maus gefunden. Super, klasse, toll. Was machen wir damit? Egal. Oh, ein Brief. Das sind großartige Neuigkeiten. Du bekommst also tatsächlich deinen Arm zurück. Erzähl mir unbedingt, wie das funktioniert. Eine Prothese? Eine Transplantation? Ich habe noch niemals von einer so fortschrittlichen Chirurgie gehört. Ich halte dir die Daumen. Ich halte dir die Daumen. Schreib mir bald. Auf ewig dein Margaret. Dein... auf, aha, der Herr Margaret hat, ja, hat dem also geschrieben. Dein Margaret, okay. Sie sieht hungrig aus und mich direkt an. Hier, möchtest du eine Maus haben? Bitte schön. This should get its attention. Wow, look at it go. Ja, süß. Okay, das heißt, wir können jetzt in das Gefängnis gehen und gucken, wer da so eingesperrt ist. Aber erstmal möchte ich gucken, ob wir hier alles gesehen haben. Ich glaube schon. So. Oh mein Gott. Helen? Werden die hier alle zu Zombies oder was? Get out of my head. Get out of my head. He's using the artifact. The eye. All of them. Every one. They can't hear. They can't speak. What are they digging for? I need my amulet. I need it. He took it from my neck. Does the sheriff know? His desk is so messy. Joe was right. I should never have stayed in that hotel. Völlig zusammenhangslose Dinge. Und sie sollte einen Rauschentferner benutzen, weil das habe ich gehört. Für ein professionelles Spiel ist das nicht professionell. Okay, können wir die hier rauslassen? Fest verschlossen, keine Chance, das hier zu öffnen. Okay, ich habe kein Wort von dem verstanden, was sie gesagt hat, außer dass das irgendwie sehr sinnlos war. Okay, der Computer, ach, der Schreibtisch ist ein Mess, also ein ne, hier Chaos. Und wie man sieht, es ist wirklich so. Flaschenöffner. Was? Die Dose muss geöffnet werden, aber ich hatte erst eine Maniküre. Hallo? Die macht die Flasche nicht auf? Weil ich meine, gut, ich finde das ja sowieso so ein bisschen, als wären die so, als hätten die so komische, wie soll ich sagen, so zwanghafte Störungen, ja? Die müssen hier einfach Sachen finden, die hier rumliegen, um eine Sache dann nachher zu behalten. Okay, egal. Oh, ein Flaschenöffner. Augenklappe. Handschellen. Kamerafilm. Tischglocke. Tischglocke? Tisch. Da, hier. Schaum. Was ist das denn? Pillen. Ah, okay, ich muss das nur aufmachen. Hier, kann man das hier nicht so? Ernsthaft, okay. ich bin dafür, dass wir. Was haben wir hier aufgehoben? Dass wir die Tischglocke aufheben, damit wir die im Hotel benutzen können. Aber ich habe keine Ahnung, ob das Spiel mich das lässt. Okay, eine Zigarre. Hatte ich doch hier gesehen, da. Eine Pfeife hatte ich doch auch schon gesehen. Okay, das war eine Flöte. Ich dachte, das wäre auch... warte, Pfeife, aber ich... nee, Pfeife war vorhin, habe ich die eine gesehen. Warte mal, Pfeife. Da, so eine Pfeife, okay. Eine Batterie. Okay, ich weiß jetzt, wie Batterien aussehen. Und eine Feder, da oben. Ich finde, das ist eine Feder. Feder. Ach, da ist eine Feder. Nee, ist gar keine Feder. Schade. Feder. Feder. Ach da, so eine Feder.
Hier, Feder. Ich hab... Da ist eine Feder. Wollt ihr nicht auf... Ja, die Tischglocke. Super geil. Okay, dann weiß ich, was wir damit machen. Yay. Okay, dann gehen wir mal hier zurück. Hi, darf ich dich jetzt ansprechen? Vielleicht kann ich sie wieder verjagen. Hier, mit einer Metallstange. Spiel mit Breedo. Hier. Okay. Können wir denn hier... Ich möchte mal hier unten gucken. Was ist das denn? Der gemeine Breebo lässt mich nicht die Amulette berühren. Okay. Oh mein Gott, ich gehe besser. Hallo. Why, good evening. Are you looking for something in particular? The Guardian Amulet. Yes, I do have those. But which one do you seek? Vor Schlangen. Maybe if I had a picture of the amulet, I could see what you're looking for. Okay, sie will ein Bild von einem Amulett. Gut. Nein, andere Richtung wollte ich. Ich wollte den this way wollte ich. Und dann können wir nochmal hier kurz gucken. Das Museum. Ein Ölkännchen. Oh mein Gott, das können wir mitnehmen. Und ein Ölkännchen. Vor der einen Tür war ja viel Öl. Vielleicht war der hier. Bäh, ekelhaft. Ich brauche etwas, um das Öl abzuwischen, bevor ich den Werkzeugkasten reinsehen. In den Werkzeugkasten reinsehen kann. Wie pfimpschig die ist. Unverschämtheit. Okay, was haben wir hier? Zum Entfernen von Kanaldeckeln braucht man das passende Werkzeug. Hier, eine Metallstange. Okay, aber das haben wir ja im Monkey... Ach, Quatsch, im Monkey Island. Baphomets Fluch schon gelernt, wie so ein Teil aussieht. Da ist der Leuchtturm. Er scheint nicht allzu weit weg von hier entfernt zu sein. Kommen wir ins Museum rein. Oh mein Gott, was ist das denn? Ah, hier müssen wir reparieren und so. Aber da haben wir noch nicht genug... Ja, ich brauche alle... raus hier. So. Okay, was ist das? Ein Eintrittskartenstanzer, der mit dem Zahnradmechanismus verbunden ist. Okay, aber hier haben wir schon mal ein Zahnrad. Es fehlt also nur noch eins. Und wir kommen da erst rein, sobald das hier alles ordentlich... Okay. Sehr, sehr komische... Sehr komisches... Örtchen hier. So, dann gehen wir mal hier zu... Hi! Der Ort ist jetzt ein Tatort. Solange die Wache da ist, komme ich nicht rein. Ja, gut. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Der Typ ist immer noch da oben. Okay, dann machen wir mal hier so. So. Bing. Kommt er? Er kommt. Sorry about before. You surprised me is all. You're welcome to use your room now. Danke. Who are you really? I'm calling the sheriff. All right. No need to get violent. Was? Listen, I'm not the bad guy here. Your friend, she came to town a week ago. Booked a room. She and another guy were writing some article or something. Yeah, day before yesterday, Wilson brought her in on a burglary charge. That's all I know, all right? Your room is ready. Now leave me alone. Achso, wir haben den ein bisschen nicht so nett angegriffen oder angeschrien, weil wir, weil die Dame da, unsere Freundin... Oh, wer ist das denn? Hello there. You must be my new neighbor. Hi. The name's Owen Duffer. How do you like the place? Strange, isn't it? Small town, crawling with snakes. The mayor says we've no need to fear the local reptiles. But who knows, right? My shirt? Oops, looks like I must have caught it on something. Sure I've met Helen. Fine-looking gal, if you ask me. In jail? Well, ain't she a troublemaker? Off I go then. Maybe we'll grab a pint later. Dieser Typ ist mir sehr suspekt. Der ist also derjenige, der abgehauen ist aus der Lagerhalle. Aber ich weiß nicht so genau, ob er doch... Oh mein Gott! Was ist hier passiert? Also, der hat das Zimmer uns schön hergerichtet, muss ich sagen, offensichtlich. What? Fragezeichen. Oh mein Gott, wir haben wieder einen Tatort. Hier, einmal, da haben wir... Da haben wir... hallo? Okay, da haben wir auf jeden Fall was. Ach, das blinkt hier die ganze Zeit, oder was? Da, hier irgendwo... Hier, da... Hier, da... Komm, hier ist doch... Da ist was abgerissen, Mann! Achso, den Vorhang will er. Der Spiegel ist schräg. Wie viel fehlt noch? Eins fehlt noch, okay. Da,
der umgeworfene Stuhl. Okay, gut. Was ist hier passiert? Let's see what the evidence says. Someone opens the balcony window and steps inside. Ooh. He trips over the long curtains, pulling them down. Oops. He gets up and leans on the wall, leaving a handprint. Okay. He looks under the lampshade. Okay. Behind the mirror. Okay. Under the covers. Okay. And above the wardrobe. Okay. He tries to pull something out from under the wardrobe. Okay. There's a sound. Someone is coming. Via. He trips over the chair. Oh my gosh. He knocks over the vase. Und dann verschwindet er. Gets away the same way he got in. Okay. Gut. I should try and get that photo from under the wardrobe. Okay, können wir den irgendwie hochheben oder so? Okay, was haben wir denn da? Ich werde es bloß zerreißen, ebenso wie der geheimnisvolle mein geheimnisvoller Freund. Hier eine Ölkanne. Kann man es ölen? Nein? Okay. Mit einer Metallstange irgendwie hochhebeln oder sowas? Ah, Hebelwirkung. That must be the amulet Helen told me about. Ah, okay. Sieht aus wie ein Hase. Oder ein Vogel, der... Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich der Straßenverkäuferin das Foto zeigen. So, und ich glaube, das ist auch die letzte Amtshandlung, die wir tun. Denn, oh, es ist ja schon wieder weg, der Typ hier. Mann, Mann, Mann. Denn wir haben schon fast eine Stunde jetzt hier das Spiel gespielt. Mann, Mann, Mann. Krasse Scheiße ist das. Okay, hier, guck mal. Ah, the Deer Guardian. He's here. I may have one similar to it. I can cut you a good deal. Let's say, 50 bucks. It's a steal, I tell you. Not literally. Mind your words. I bought it from Black, fair and square. Who are you calling thief? I don't like your tone of voice. Now scram, before Brebo rips your pretty eyes out. Along with your liver. Das heißt, die hat das geklaut. Wo haben wir das denn? Da, das ist das, ne? Brebo, gemein Arschkatze ist das. Okay, komm, müssen wir jetzt schon wieder ein Wimmelbild machen? Wir müssen nicht ernsthaft wieder ein Wimmelbild machen. Okay, komm, das machen wir noch als allerletztes und danach ist aber echt Schluss. Hier, da ist ein Rubin drin. Nein, jetzt da. Da ist ein Rubin drin. Okay, Trommelstöcke. Okay, Taschenmesser, Taschenmesser, Taschenmesser haben wir hier. Ein falsches Gebiss. Eine Glühbirne, die hatten wir doch auch. Also das ist doch genau das gleiche Bild wie vorhin. Eine Münze. Ein Kelch. Eine Trompete. Warte, wo ist eine Trompete? Habe ich doch auch schon gesagt. Da hinten, klar. Ein Schachteil. Da, hier, großes Schachteil, Korken. Habe ich doch auch gesehen. Da ist der Korken, genau. Dann ein Stern und ein Fisch. Stern, da ist ein Fisch. Gott, der ist aber gut getarnt. Habe ich trotzdem gesehen. Haha, und jetzt noch der Stern. Da ist ein Stern. Nein, ist kein Stern. Okay, das ist nur ein Kreuz. Ach, hier, direkt vor mir. Sag doch was. Okay, ein Taschenmesser. Komm, wir können die Katze mit einem Messer bedrohen. Nein. Okay. Dann würde ich sagen, war es das wirklich jetzt, ne? Weil wir haben jetzt quasi eine Stunde um und, ja, das ist also ein Wimmelbildspiel, okay? Ich muss ganz ehrlich sagen, kann ich hier irgendwie... Komm, Hauptmenü. Ja, möchte ich. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir ein Wimmelbildspiel jetzt nicht so detektivmäßig vorgestellt. Sind die alle so? Also ich muss ja sagen, ich habe mal reingeguckt hier bei Gronkh mit seinem Grimm's Tales, aber jetzt so richtig habe ich das auch nicht angeguckt. Und das ist ja eine richtige Story, ne? Also ich habe früher mal, ganz vor 100 Jahren oder so, habe ich mal ein Wimmelbildspiel probiert. Das war wirklich ein Wimmelbild nach dem anderen und dann durfte man halt nicht daneben klicken und sowas. Allerdings fand ich hier diese Wimmelbilder, ne, die waren echt einfach. Also das gibt's auch in schwer. Also... Ich glaube, das hat auch nichts mit unserem Schwierigkeitsgrad zu tun, oder? Ich denke, das... Also, oder sind dann mehr Sachen da? Ich weiß es gar nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall finde ich das, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht, wie ich es erwartet habe. Aber gut ist es jetzt auch nicht unbedingt, ne? Ja. Aber ich glaube, das ist so für Gelegenheitsspieler ist das, glaube ich, echt eine gute Sache. Ich finde es halt nur ein bisschen unlogisch, so
weiß ich nicht, so hier das Torschloss da, wo man dann irgendwelche komischen Figürchen bewegen musste bis zum Ende und sowas. Das ist einfach nicht der Realität entsprechend. Aber es ist ein gutes Rätselspiel, das muss man sagen. Und ich mag gerne Rätselspiele. Ja, ist jetzt trotzdem nicht so meins, glaube ich. Okay, das ist mein Fazit zu einem Wimmelbildspiel. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt und wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann ne, hier die neuen Geheimnisse, ne, da das Geheimnis von Serpent Creek. Gibt's bestimmt irgendwie bei Steam auch so normal zu kaufen und ja, ich weiß gar nicht, ob es das, vielleicht gibt's das Bundle auch noch. Keine Ahnung. Müsst ihr mal gucken. Wie dem auch sei, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Let's Play Philia Spielebibliothek und zwar nächsten Samstag. Ciao!